So. Hallo, hallo, YouTube. Willkommen zur zweiten Folge. Wir sind wieder drin. Wir sind immer noch in Indonesien. Wir sind immer auch noch auf derselben Straße. Wir fahren weiter fleißig umher und versuchen herauszufinden, wo wir sind. Und mal gucken, wo es uns hin verschlägt, hier in Indonesien. Ich habe vorsorglich die Folge getrennt, weil normalerweise brauchen wir für Indonesien so 1-2 Stunden. Mori Utara. Von daher, ja, nicht? Ist das, glaube ich, eine weise Vorsichtsmaßnahme. Selbst wenn wir nur 20 Minuten brauchen, ist das, glaube ich, eine gute Folge voller indonesischer Eindrücke. Ist auch echt aber mal eine schöne Gegend. Die scheint nicht von den Tsunamis erwischt worden zu sein. Sehr viele teure Häuser im guten Zustand, muss man mal so sagen. Also wir kennen Ecken, die wesentlich schlimmer aussahen und voller Ruinen waren, die tief am Wasser lagen. Das war nicht ganz so schön. Ja, aber Hinweise sind hier immer knapp. Am Ende werden wir uns über eine Schule oder irgendwas heraussuchen müssen, wo wir sind. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen mit den Kartoffelkamera-Autos, die hier rumgeschickt haben. Vielleicht auch über die Berghöhe oder die Straßenabfolge. Aber ja, erstmal fahren wir und gucken mal, wo es uns so hintreibt. Vielleicht sehen wir irgendwas Markantes, wo wir schon mal waren. Indonesien hat leider sehr viele Inseln und sehr viel Landmasse. Es ist ein riesiges Land. Von daher kann das dauern. Geotexte ist das schlechteste Spiel, was es gibt, sagt Lightro. Ach, Lightro. Aber es funktioniert sehr gut, diese umgedrehte Psychologie bei mir. Ja. Nee, die Sache ist, wenn jemand zu einem etwas drängen will, dann entwickle ich eine natürliche Ablehnung. Ich mache nämlich nur das, was ich machen will. Und wenn es zufällig matcht, dann passt das doch. Was haben wir hier? Patari Gollang. Okay, ist auf jeden Fall eine Gegend, wo ich noch nie war. Also so auch von der Vegetation her, da waren wir noch nicht. So eine Palme habe ich hier noch nicht gesehen. Oh, das Selamat Datang, willkommen in Perkebunan. Okay, Perkebunan. Das war doch hier oben irgendwo. Haben wir das nicht schon gesehen? Permebukan. Palipakan. Panglakabun. Ich meine, wir müssen ja irgendwo eher hier oben drin sein, nicht? Oder eventuell auch noch hier. Auf einer der kleineren Inseln glaube ich fast nicht. Weil wir haben ja die Sonne im Norden, nicht? Und hier ist der Äquator. Das heißt, wir könnten noch hier sein. Hier sind noch ein paar Berge. Pangla Brangra Banban. Perkebunan. Tja. Es gibt halt hier echt sehr viele Orte, die auch im Nirgendwo liegen. Indonesien ist schon echt der Endgegner, muss man mal sagen. Ich meine, ist schön zum Rumfahren.
Pemik Bakrakrang, Rantaratotarang. Also das Borneo, sagst du? Oh. Also Borneo ist eigentlich relativ... ist das nicht Borneo? Doch, das ist so Borneo. Ah ja. Das passt halt auch nur von den Bergen, nicht? Und von den Situationen. Hier würden wir längst schon Wasser gesehen haben, würde ich sagen. Was mich stutzig macht, ist dieses Maori. Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Also, kenne ich halt gar nicht. Willkommen im Maori. Und Perkubunan. Ja, das Problem ist nicht, wenn so eine kleine Ecke hier denn eine Stadt hat, die so heißt. Ja. Hilft halt nicht. Auf jeden Fall ist es nicht sehr viel Landmasse und sehr unnatürliche Baumstruktur. Man sieht richtig, dass es alles künstlich hier. Irgendwelche Farmen für irgendwelche Sachen. Die Palmen auch nicht alle natürlich. Es ist also ein sehr stark landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Deswegen hatte ich bisher noch nicht. Machst du auch manchmal Online-Lobbys? Eigentlich nicht, weil ich ja nicht auf Zeit spiele. Bin ich so der Zeit-Junkie und wenn die anderen dann, während ich streame, dann 3 Stunden warten müssen, bis ich weiß, wo ich bin. Ich habe bisher immer, wenn ich versucht habe, eine Online-Lobby gehabt, niemanden gehabt, der bis zum Ende durchgehalten hat und da macht eine Online-Lobby halt keinen Sinn. Von daher bin ich da eigentlich von abgekommen. Ich mache das halt eher so als Reiseersatz. Ich bin nicht jemand, der gerne in eine Bahn steigt und rumreist. Und dann gucke ich mir lieber die Sachen über Google Maps an. Und wenn ich dabei noch herausfinden kann, wo ich bin, das reizt mich irgendwie total. Ich weiß nicht, wieso. Manche reizt halt lieber, schnell zu wissen, ungefähr, wo man ist. Aber mich reizt genau zu wissen, egal wie lange es dauert. Das ist halt genau der umgedrehte Fall. Mögen halt die wenigsten, weil es halt sehr viel Zeit kostet. Ist wahrscheinlich auch eher so ein Altersding. Was ich manchmal mache, sind Online-Runden, wo wir zusammen die Länder erraten. Aber da muss man halt mindestens zu 10 sein, damit das sich lohnt. Das ist halt so eine Sache. Da kann man aber auf Twitch auf Larry Wayne einfach rüberkommen. Und wenn da sich genug finden, dann kann man so eine Runde starten. Aber ich habe gemerkt, immer wenn man zu zweit oder dritt ist, Das funktioniert halt nicht. Da braucht man jemanden, der sich wirklich gut auskennt, auch mit den Ländern. Da tauchen nämlich dann statische Bilder auf und man muss dann in den Chat eingeben, wo man ist. Oder ein Land raten und ja, das sind meistens echt harte Nüsse dabei. Und ja, wenn man dann immer nach dem zweiten Land schon wieder rausfliegt, er hat mich schon wieder irgendwo umgedreht. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Das ist immer, wenn ich rede und drücke und auf einmal dreht er mich um 180 Grad. Ich weiß nicht, warum er das macht. Und ich gucke nicht immer auf den Kompass. Und dann fahre ich halt einfach und hier muss er mich irgendwo drehen. Dann habe ich aus Versehen selber gedreht. Ich hoffe nicht. Country Reddit kann ich eigentlich ganz gut und ich muss den Countdown einstellen, weil ich sonst zu viel lange Zeit meiner Zeit verschwende. Ja, gut, den Countdown, den machen wir auch auf immer eine Sekunde oder so runter. Das ist ja auch, was soll man denn dazwischen auch großartig warten? Das Einzige, was blöd ist, ist halt, es gibt Leute, die haben halt 10, 15 Sekunden Delay. Deswegen funktioniert das Spiel nur so bedingt auch, nicht? Dann hast du jemanden, der schreibt Italien, obwohl Italien schon längst dran war. Weil er gerade Italien sieht, nicht? Und dann brauchst du halt wirklich auch Leute, die
eine gute Anbindung zu einem selber haben. Ich meine, ich habe zu mir selber so ungefähr 4 Sekunden Delay, nicht, wenn ich meinen eigenen Stream angucke. Das heißt 2 Sekunden ungefähr zu Twitch, 2,5 bis 3 manchmal. Und ja, das ist dann, wenn man nur eine Minute hat, halt echt eng, wenn jemand dann 20 Sekunden zurückhängt oder so. Ja. Achso, du meinst insgesamt für so eine Runde 2 Minuten. Ja, sag ich ja. Also die meisten machen das. Habe ich mich schon wieder gedreht? Hab ich mich doch schon wieder gedreht, oder? Nee, wir haben uns hier gedreht. Ah, okay. Also wir sind mitten im Palmenplantagen. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Wow, mal ein bisschen Leben am Straßenrand. Aber das war's auch schon. Was ich ganz gerne mache, aber da brauche ich auch mehr Leute, ist ein Geotastic-Bingo. Das machen wir eher so zu Ostern oder zu Weihnachten. Das heißt, ich blende ein Bingo-Feld ein, was wir vorher durch Zufall erwürfelt haben. Und dann müsst ihr im Chat nebenbei noch aufpassen, zum Beispiel ja, Betonmischer, nicht? Steht dann da auf dem Bingo. Und wer es sieht, schreit, dann verifizieren wir das. Das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne. Okay, Pendan, Dida, Badanga, Danga. Wir können jetzt nach hier oder nach da. Ich speichere mir mit dem Punkt mal ab. Ich glaube, hier geht es weiter in die Plantagen rein. Ja, wir sind mitten im Hochland hinten irgendwo. Und das ist lustig, ja? Braucht man aber einen aktiven Chat, nicht? Wenn man der, also ein, zwei Bingos habe ich gemacht, die waren sehr gut. Und die anderen Bingos, ich wollte das eher regelmäßig machen, waren dann eher so, wenn man dann alleine ist und keiner zuguckt, das ist halt von kleinen Streamern so das Problem, nicht? Man kann coole Events planen, wenn dann aber keiner da ist, dann bringen die coolsten Events, die man ihn als Idee hat, eh nichts. Und dann hört man irgendwann auf, sowas zu machen. Und dann kriegt man auch keine Zuschauer. Also, es ist halt manchmal die Pest, nicht? Pest und Cholera gleichzeitig. Und dann muss man halt hoffen, dass man irgendwann genug Zuschauer hat, um sowas wieder zu machen. Okay. Auf jeden Fall ist es hübsch hier, ne? Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ein Teufelskreis, definitiv. Ich lurke ein bisschen, tu das. Tu dir keinen Zwang an, lurke so viel du möchtest. Freut mich jedes Mal. Eine EU-Flagge, dachte ich gerade kurz. Das kann hier ja auch nur noch Stunden dauern. Indonesien ist halt auch ein Riesenland, nicht wahr? Okay. Aber ich habe nicht mal eine Schule oder sowas bisher gesehen, an der ich mich bis sonst immer orientiert habe, nicht? Eine Dan-Zun-Irgendwas-Schule oder sowas. Wie hießen die hier? Dong-Zang-Zun-Zang? Die hatten auch immer so einen Namen. Eine Brücke. Oh, Brücke ist schon mal gut. Das heißt, oh, hier ist ein Fluss. Der verläuft, ja, Nordwest. Südost. Nordwest, Südost. Es könnte sein, dass wir von hier rauskamen.
einer der wenigen Flüsse, weil der ist schon ziemlich groß an der Stelle, nicht? Unser, gut, ist vielleicht gerade nicht Regenzeit. Er ist durchaus breiter manchmal, aber der sieht schon sehr breit aus. Unser ist wesentlich schmaler, würde ich sagen, wenn er überhaupt eingezeichnet ist. An so einer Stelle könnten wir auch sein, aber da wäre mehr Kadir, Mr. Red Bull. Okay. Hier wäre mehr Leben, glaube ich. Pelham Bialangang? Hieß das eine nicht so? Gut, aber hier oben sind sehr viele Flüsse. Hier halt weniger. Das passt also gut. Hier wäre noch ein Fluss, aber hier sind keine Straßen. Und wenn keine Brücken. Der würde aber hier zu dem Ding ganz gut passen. Grundsätzlich. Haben wir hier hinten irgendwo Brücken? Okay, der schlängelt sich bis hier vorne. Na, aber also an dem Fluss, nicht, man sieht richtig, das ist der Fluss. Deswegen sind da die ganzen Leute. Hier ist auch einer. Und die anderen, also okay, hier fließen die Flüsse in die Richtung, hier in die Richtung und hier in die Richtung. Da wir leider die Flussrichtung von den Flüssen nicht kennen, können auch hier bei sowas sein, aber das, ich glaube, die Straße ist zu gut für die, die wir hätten. Hilft alles auch noch nicht, oder? Oh, in welche Richtung bin ich gefahren? Wartet. Back to previous position. Okay, in die Richtung müssen wir fahren. Hast du irgendwie schon Ortsnamen gesehen? Nix, was. Also Pelim Bandi Dangji Dangdang oder sowas. Bandongdung. Flussrichtung am Wasser? Ja, man kann es erahnen höchstens. Würde ich mich jetzt aber nicht drauf verlassen. Wenn Algen drin sind, nicht, könnte man anhand der vielleicht so zumindest erahnen. Ich glaube, dafür ist die Kamera generell zu weit weg und zu schlecht. Da fahre ich jetzt nicht nochmal gucken. Auf jeden Fall sehr viel kleine Flüsse und jetzt werden die Straßen immer schlechter. Hier steht hier irgendwas. Oh Mann, das wird auf jeden Fall eine harte Runde. Und wir hatten irgendwas mit Palang Mio oder sowas. Aber hier, guck mal, 5G-Mast. Wir sind auf einmal in der Zivilisation. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht eine Polizeiwache oder so. Das wäre richtig geil, wenn die hier eine hätten. Da würde dann nämlich genau stehen, wo wir sind. Hier. Hier haben wir die Adresse. Tengorokan Merorok Beherenti Layaman Tenokororan Saya Tereranan Bankier in Karena Merokok, Perangantan. Also Perangantan heißt es die ganze Zeit. Wer ist denn das Ding hier? Riau. Sumatra Utara. Sumatra, Sumatra, nicht? Das ist Java. Tenggara. Ah, da steht ein Tengorokan. Das ist Sulawesi. Und das Borneo, nicht? Also Tengorogang-Gong wäre hier. Würde genau
auch zu passen. Hier ist nämlich ein Fluss. Dass wir irgendwo hier in der Nähe von dem sind. Teng. Go. Aber dann Arong. Und uns das wäre Okan. Aber manchmal wird das auch einfach nur anders geschrieben in den lokalen Namen. Und da vorne ist Peringatan. Aber das dürfte der kleine Ort sein, in dem wir gerade sind, wenn Peringatan. Schlimmer als Finnland, definitiv. Obwohl, wenn man oft hier ist, dann geht's irgendwann. Ich habe nur die Hälfte vergessen. Und wenn du halt in der Ecke warst, wo du noch nie warst, dann ist halt schwierig. Weil du die Sprache erstmal wieder auseinander heißen musst, nicht? Selamat-Datang, dachte ich am Anfang immer, wo ist denn Selamat-Datang, nicht? Und dann habe ich immer gesucht, Selamat-Datang, und dann, Selamat-Datang, wo kann es denn sein? Bis irgendwann rausgekommen ist, Selamat-Datang heißt halt Hallo oder sowas. Das heißt, nicht, mir helfen ja die Worte nicht, wenn ich nicht sowas wie Timur oder sowas raus extrahieren kann, weil ich das nicht weiß. Und dafür muss man die ganzen Namen wissen, aber jetzt waren wir so oft nicht hier, dass ich alles vergessen habe. Ja, das hier ist schon was Größeres. Das ist jetzt nicht so klein. Moibel Mir Kavata, Taliban. Sowas wie Straßennummern und sowas, von dem müssen wir uns verabschieden. Wenn wir Glück haben, finden wir heraus, wie die Straße heißt. Es gibt nicht so viel Straßen. Das wäre eigentlich das Beste, was uns passieren könnte hier. Wenn wir herausfinden, auf welcher Straße wir sind. Dann bräuchten wir halt einen Laden, der wirklich eine ausgezeichnete, gut lesbare Adresse dran stehen hat. Bei Flindert hast du es sofort, als du den Straßenschild mit den Ortsnamen gefunden hattest. Ja, gut, aber das ist hier anders. Hier gibt es 8-mal den gleichen Ort. Gefühlt. Also normalerweise muss ich ganz Indonesien absuchen und hier nach dem Namen der Primary School suchen. Ah, aber hier, die hat doch bestimmt einen Namen. Perimata, Kabupaten, Morowali. Dinas Kinder, oder? Dinas Pendidakan, Schule, Darera, SDN, so heißen die Schulen. SDN 2 Taliban, Kekmatan Mori Utara. Mori Utara sind wir halt. In Kekmatan Mori Utara. Und der Ort müsste Taliban heißen und SDN 2 ist die zweite Secondary School oder sowas. Und die stehen auf der Karte. Das Problem ist, oft stehen die Orte nicht auf der Karte. Und frag mich mal, wo Mori Utara ist. Weil die Sachen sind alle nicht eingezeichnet. Und sowas wie Mori habe ich noch nie irgendwo gelesen, auch generell. Deswegen sage ich ja, müssen wir irgendwo sein, wo ich noch nie war. Und Taliban. Es gibt halt auch einfach zu viel
Fläche einfach. Ist nicht mehr so viel, nicht? Also wenn man die ganzen Städte komprimieren würde, würde es gehen. Aber du hast halt sehr viel Fläche, die du einfach abscannen musst. Und das macht es so anstrengend. Zum Beispiel würde es helfen, wenn Sampit dran steht oder so. Daran könnte ich mich orientieren. Sampit steht nämlich ganz gerne dran. Aber Straßenschilder sind halt rar. Wirklich sehr rar. Die sind fast Ramen. Ravak, Sintang. Tekalong, Tukas. Mori Utara. Nein. Hilft nicht. Nicht, dass wir nachher wirklich doch auf sowas hier irgendwo sind, mitten auf einer Insel, nicht? Weil die heißt Kepuluan. Nicht, dass hier Mori irgendwie eine angeschlossene Insel ist. Bei Lung. Aber wie gesagt, ich kenn's eigentlich nicht. Pingang. Mapun. Talaibu. Und dann hätten wir, denke ich, auch längst Wasser gesehen. Andererseits könnte so eine Insel genau dafür herhalten, für die Landwirtschaft, nicht? Aber zum Beispiel, das ist Buru. Wo kommt das Wort Mori her? Also es sieht eigentlich viel zu groß aus, als dass wir auf so einer kleinen Insel wären, nicht? Also wir können ja hunderte Kilometer quasi weit gucken. Und die Ecke hier unten, die erkennt man eigentlich ganz gut. Weil hier waren wir richtig oft. Einmal waren wir auf dieser Insel, die sind wir komplett abgefahren. Und einmal waren wir auf Bali hier, irgendwo im Naturschutzgebiet in der Ecke. Hier, glaube ich. Sind wir hier rumgefahren, nach hier unter. Ganz sicher, das ist keine Philippinen. Weil wir die indonesische Flagge haben. Zum Beispiel. Und weil die Schule SDN heißt und hier Sachen auf Indonesisch stehen und nicht auf Spanisch oder Englisch. Philippinen ist auf jeden Fall, Philippinen kannst du unterscheiden. Philippinen weißt du sofort, dass du auf den Philippinen bist, wenn du irgendwas siehst. Und Indonesien erkennst du eigentlich auch sofort, wenn du da bist. Allein auch wegen den Wahlplakaten. Malaysia kann es auch nicht sein. Da nochmal indonesische Flagge. Und da government.indonesien. Also das ist, aber hier, Pawawa Scam. Okay, Scam nehme ich mit. Im Mori Utara. Sekretariat. Warum haben die ihre Straße vielleicht dran stehen? Nee, haben sie nicht. Das ist schlecht. Also, ich glaube, der Straßenname würde uns am meisten bringen. Wie hießen die immer? Irgendwas mit T oder so. Wie hießen Straßen? Il Ahmed Yani zum Beispiel. Genau, Il. Wenn wir das sehen, oder G oder sowas, dann wissen wir, das ist die Straße. Normalerweise haben die auch wie in Bangladesch eigentlich ganz gute Ortsangaben. Warum war da gerade ein griechisches Ortsschild? Poso Tomata. Ich weiß nicht, ob das Schild da einfach nur kaputt ist oder ob es helfen könnte. Aber normalerweise, da
Das sieht nicht indonesisch aus, grüne Schilder. Poso Tomata. Sie klingt auch nicht nach indonesischen Ortschaften. Poso und Tomata. Kann ich mich jedenfalls auch nicht daran erinnern, sowas mal gesehen zu haben. Aber gut, bei der Menge würde es mich nicht wundern. Naja, aber also ich würde fast sagen, das Schild gehört hier nicht hin. Warum nicht? Polen hat die gleiche Flagge. Hat's nicht. Die Flagge ist anders. Guck genau hin. Das ist ein wichtiger, aber feiner Unterschied. Das Problem ist, du kannst halt so reinzoomen, nicht? Und wenn das Tomata und Poso sind, wir brauchen unbedingt die Region. Und da hilft auch nicht dieses Mori weiter. Fahr mal in die Richtung. Cool wäre, wenn wir halt ans Wasser kommen würden. Das wäre halt hilfreich, aber ich muss mal was trinken. Prost. Wir fahren weiter, wir gucken rum. Ah, schade, ich dachte, dahinter kommt mal irgendwas, aber guck mal. Echt gar nichts, nicht? Wir sind sehr hoch und in alle Richtungen sehen wir nur Berge. Das ist schon krass. Tja, ich meine, hier wären auch Flüsse. Und überall Berge. Ledo, Ledo, Ledo. Aber hilft uns nichts, kennen wir nämlich auch nicht. Und hier sind wieder nicht so hohe Berge, nicht? Also, ja, irgendwo vielleicht auch so eine Hochebene oder sowas. Weil hier, wo wir sind, ist ja relativ flach. Es gibt halt relativ viele Ebenen. Ich lese keine Spoiler im Chat. Das weißt du. Und selbst wenn, dann beachte ich sie nicht. Wir fahren weiter rum, bis ich was Handfestes habe. Als stundenlang über die Map zu suchen. Wir brauchen halt wirklich die Region. Dann hilft mir das am meisten. Und ich sag mal so, nur weil der eine Name vielleicht auf der Map steht, heißt das nicht, dass es dieser Ort ist. Und selbst dann sind wir inzwischen so weit von weg, dass es nicht weiter hilft. Eigentlich hilft uns gar nichts mehr, nicht? Eigentlich müssten wir zurück. Landusa Tomata.
Landusa Tomata. Okay, aber die Straße ist auf jeden Fall eine gelbe, nicht? Die ist besser. Kann hier nicht einfach eine Karte am Straßenrand stehen, so wie in anderen Ländern? So hier einfach? Was haben wir hier? Sela Mat Datang, willkommen in Singeri Perubunan Nusatara. Ja, das haben wir vorhin schon gehabt. Da, Il Trans Sulawesi. Okay, wir wissen also, Sulawesi, warte mal, Sulawesi ist doch das hier, Dings. Nee, das ist Sumatra, nicht? Sulawesi ist das hier, genau. Trans Sulawesi ist die, die geht hier lang. Und dann können wir eigentlich nur hier drin sein. Tomado sehe ich. Wir hatten einen Fluss in der Nähe. Hier ist ein Fluss. Das hier müsste die Il Trans Sulawesi oder so sein. Nee, das ist die Tomori. Iporos, Kilometer 338, die spaltet sich irgendwo ab. Il Trans Sulawesi, hier. Okay, das ist die hier, die geht von hier oben, glaube ich, ging die hier runter. Das ist schon mal gut, das heißt, wir sind auf die raufgefahren. Aber Wasser hatten wir zum Beispiel gar keins. Tomata, wo bist du? Tolala sehe ich noch. Niederländische Kolonie wegen Tomata? Wieso niederländisch? Ist Tomata niederländisch? Wüsste ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber bestimmt. Also bei Dingens hier, wie hieß es? Skull and Bones, da ist es niederländisch Indonesien. Also könnte es hinkommen durchaus. Wenn Tomata niederländisch wäre. Tolala. Tolala ist das Einzige, was ich sehe. Und Tuaiore. Und Tomado. Wie ist das andere? Poso. Ich sehe Pada. Da wäre Poso. Aber da sind wir ja nicht. Das hilft halt nicht. Und dass wir auf der Straße sind, weiß ich ja auch jetzt. Das ist halt nur die Frage. Ah, warte mal. Wenn die heißt hier unten auch noch Il Trans? Nee, wo ist denn die? Die hört, wo hört die auf? Iporos. Die heißt hier auch schon anders. Dann ist das hier. Nee. Okay, ist das nur die? Ja, okay, die geht hier runter. So. Labota. Labota Tomata hieß es doch. Eben.
Warum aber denn Tomata draufsteht, nicht? Das ist dann wieder total verwirrend. Und hier unten gibt es auch kein Tomata, dass das das Ende ist. Aber ich glaube, dann ist es dieses Laboto vielleicht. Vielleicht ist hier, manchmal sind die Namen, der steht auch nicht eingezeichnet. Heißt einfach nur Labota. So, Tomata können wir uns wahrscheinlich in die tomatischen Haare schmieren. Würde auf jeden Fall hinkommen hier, nicht? Von den Bergen mit der Hochebene. So, und wir sind über den Fluss gefahren. Hier wären noch Flüsse. Hier sind überall Flüsse. Hier ist ja alles unter Wasser stehend. Okay, das hilft ja gar nicht. Ach du Scheiße, hier ist ja alles. Das ist ja rein Wasser. So. Das heißt, wir sind irgendwo hier in der Ecke. Lecco mio. Und jetzt gehen wir zurück. Und hier stehen wir. Tja, wie sollen wir das eingrenzen jetzt? Wir haben auch kein Haus oder sowas, nicht? Ich glaube, wir müssen uns geschlagen geben. Also würden wir in einem Dorf stehen, neben einem Haus oder so? Aber ich glaube, sowas ist auch nicht eingezeichnet. Das heißt, selbst wenn wir in etwa herausfinden, wo wir sind, werden wir es nicht auf 12 Meter genau bestimmen können. Steht hier dran. Perkajan. Perkajan. Das haben wir vorhin auch die ganze Zeit gesehen, Perkajan. Ich meine, die Iltrans geht auch hier hoch oder so, nicht? Wo geht denn die weiter? Die kommt von hier. Nein, nee, nach rechts ging die, nicht? Nee, die hier ist im Male. Die kommt hier auf jeden Fall wieder raus, die komische Trans. Iltrans Sulawesi. Also die geht hier lang. Und irgendwie kommt sie hier wieder an. Aber hier zwischen ist irgendwie nicht eingezeichnet. Frag mich mal, wie die das schafft, dass sie hier wieder ankommt, die Straße. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das die hier mit verschiedenen Namen Iltrans Sulawesi hier oben lang geht und dann hier nämlich hier runter geht. Und auch hier unten heißt die manchmal noch so. Ich glaube, auch hier irgendwo hieß die manchmal so. Also das ist einfach so ein allgemeiner Name, der überall auftauchen kann. Aber wir wissen ja, Poso von dem alten Schild. Aber hier würden wir halt am Wasser fahren. Perkajan. Puh. Pengunan, Pomengro. Ich meine, das hier sind auch Orte. Teilweise. Nicht? Die haben sogar Straßen, wenn man rangeht. Hier ist zum Beispiel SMA Nigeri 2 Soyo Yaja. Hieß unseres Tameri oder sowas. Irgendwas mit T. Ja, aber da siehst du mal, auf welche Zoomstufe man runter muss. Du musst halt wirklich. Hier ist eine Kirche. Also ist hier auch irgendwo ein Dorf, nicht? Da ist Gontara. Hier ist Toraya. Also das ist schon echt eine andere Hausnummer. Hier den genauen Standort zu finden. Tja.
Zack, da bin ich wieder. WB, ja, den einen Ort haben wir gefunden. Und wir haben direkt am Start noch einen großen Fluss. So, jetzt können wir noch mal gucken. Sehen wir, in welche Richtung der fließt? Ich würde sagen, in südliche Richtung. Nicht, das sieht aus, als ob er hier eher Geschwindigkeit aufnimmt und hier in so ein unruhiges Bett runterfließt. Hier sind mehrere kleine Brücken und der fließt auch eher Nord-Süd. Und auch an den Steinen würde ich denken, nicht, dass es so fließt. Da, der Sand wird somit weggespült. Also der Fluss kommt von Norden und fließt nach Süden. Das Problem ist, hier sind überall Flüsse. Das heißt, das hilft nicht. Wir werden wahrscheinlich an dem größeren sein davon. Aber der fließt überall mal ein Stück Nord-Süd, nicht? So wie der sich schlängelt, hilft das halt auch 0,0. Da könnten wir an dieser Stelle hier sein. Aber es muss ja eigentlich eine relativ gute Straße rübergehen. So. Die Frage ist, sind wir schon auf der Île Trans-Sulawesi? Vielleicht. Unsere Brücke geht Südost, Nordwest. Ja, das kann. Das hilft nicht. Zu viel Gewässer, nicht? Wenn wir nicht wissen, wie der Fluss heißt, hilft das nicht. Hey, Flussrichtung ist klar. Oh, da war der Name, oder? Ah, das können wir nicht lesen. Oh. Nugahara steht da irgendwas. Aber das könnte die Firma sein. Jematan Kuse oder Muse könnte der Flussname sein. Aber sind die überhaupt eingezeichnet hier? Nee, nicht? Die haben gar keinen Namen auf Maps. Das ist halt auch so ein Problem. Das hilft mir, den Namen des Flusses zu wissen, wenn er nicht in der Karte eingezeichnet ist. Okay. Ich meine, durch die Brücke habe ich jetzt wieder ein bisschen Hoffnung, dass wir den Standort herausfinden könnten. Hier fährt ein LKW, ist auch nochmal gut. Wir fahren jetzt gerade in die andere Richtung, nämlich. Wir sind übrigens auf, was war das? Sulawesi, nicht? Ja. Weil wir die Île Trans-Sulawesi getroffen haben. Aber die ist halt so weit weg, dass es uns nicht mehr geholfen hätte. Das Einzige, was ich weiß, wir sind durch ein Dorf abgebogen. Auf die Straße. Da ging es nämlich links in den Sandweg rein und rechts in eine Gute. Und da sind wir lang. Auf eine Hochebene. Zwischen den Bergen raus. Ich meine, wir müssen hier mit am höchsten Punkt sein von dem ganzen Schosenzeug, nicht? Wir können in alle Richtungen alles sehen. Also von dem Punkt aus müssten wir hier sein. Oder hier. Irgendwo auf diesen Ebenen. Und der Fluss fließt aber von Norden nach Süden. Das heißt, wenn auf so einer Hangseite. So, und unsere Straße geht auch Nord-Süd. Aber wir haben gar nicht so große Ortschaft, nicht? Also wir haben ja eigentlich gar nichts die ganze Zeit.
Also Wasser oder so, das würde man ja sehen. Wir sind ja mitten im Nix. Vielleicht sind wir auch weiter hier unten und sind wirklich so weit gefahren, dass wir hier an die Sulawesi rangekommen sind irgendwie. Oder wir kommen halt von hier oben irgendwie über die Berge daran. Aber keiner der Namen, den wir bisher gesehen haben, taucht hier halt irgendwo in groß auf. Aber wenn wir ranzoomen, nicht, dann tauchen halt ganz viele kleine auf. Wenn man jetzt noch hier die Vegetation oder sowas einsehen könnte, dann wüsste man zum Beispiel Kokosnussfarm oder sowas. Wenn wir die genaue Region hätten, nicht, dann könnte man die wenigstens abscannen, dass man sagt, okay, wir wissen, wir sind jetzt im Bezirk zum Beispiel Zentral-Sulawesi. Ja, dann könnte man danach gucken. Aber selbst das wissen wir ja nicht. Kreuzung. Okay, aber da geht's nirgendwo hin. Und was auch immer gefährlich ist in diesen Ländern, hier gibt es ja auch Straßen und hier hinter, man sieht zwar nichts, gut, in dem Fall wird das diesmal eine Plantage sein, aber du kannst mitten in einer großen Stadt sein und das sieht so aus. Und dann sind die Häuser halt hinter der ersten Baumlinie versteckt. Also Indonesien ist da ein Könner, einem richtig reinzureiten, nicht wahr? Wir haben noch 8 Minuten. Da ist mein Limit dann. Dann sind wir 70 Minuten hier. Weil ich glaube nicht, dass wir mehr herausfinden werden. Selbst über die Straßenausrichtung, gut, es gibt nicht so viele Straßen, aber ich glaube auch nicht, dass die Straßen hier so groß sind, dass wir sie ohne richtig krass Ranzoom sehen werden. Hier haben wir noch mal was. Mori Utara. Rimbunan. Rimbunan Alam Sentosa. Excellent Golden Rose. Solok TT 2009. Ja gut, das hilft halt nicht. Es gibt keine Straßennamen. Kawasan. Das ist, glaube ich, ein Name. Perik Bunan. Das haben wir öfter, nicht? Oder Rimbunan. Geh nochmal in den Ort, wo die Schule war. Der ist zu weit weg. Da kommen wir ewig nicht mehr hin. Also der ist eine Dreiviertelstunde Fahrt entfernt gewesen. Deswegen, der ist unnütz. Obwohl man natürlich darüber in etwa die Straße zurückverfolgen könnte. Das stimmt schon. Weiß nicht, ob ich da gespeichert habe, aber jetzt gehen wir erstmal in die Richtung. Weil das ist noch relativ frisch, aber hier kommt halt wenig. Wir fahren halt Geschlänge durch. Ich glaube, wir fahren gar nicht so weit. Wir sind am Ende so durch eine Plantage gefahren und links und rechts von der Plantage ist eine Stadt. Und ich glaube, das ist nämlich das Problem, dass wir in so einer Plantage einfach gefangen sind gerade. Vielleicht kommen wir sogar immer wieder auf dieselbe Stelle raus und ich krieg's einfach nicht mit. Weil wir uns im Kreis drehen. Oder so.
weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Aber wenn ich jetzt drücke, dann sind wir weg, nicht? Jetzt erstmal hier die Hinweise checken und dann können wir nochmal zurückgehen. Indonesien. Wow. Peteras. Era Peteras. 74. Satu Indonesia. Hier, guck mal. Area Kebun. 40 Kilometer nach Kebun. 20 Kilometer nach Pemuharan. Und Kecepatan sind wir. Ja, das haben wir schon gelesen. So. Steht einer dieser Orte halt irgendwo hier da? Pemuharan, Pemuharan. Kebun. Aber Kebun ist doch was Riesiges, oder? Kebun. Kebun sagt mir irgendwas. Papa La Plang. Ah. Nächste Zoom-Stufe. Okay, also ab jetzt nehme ich auch Hinweise weiter entgegen. Also außer ihr habt es gegoogelt, dann nicht. Aber wenn ihr mitgeraten habt, zumindest damit wir so eine Ecke vielleicht, vielleicht habt ihr irgendwas eher gesehen. Weil sonst habe ich wirklich keinen Schimmer. Ich sehe weder Pemuharan noch Kebun noch Kecepatan. Wahrscheinlich sind wir in einer ganz anderen Ecke und es gibt noch ein Poso woanders. Oder ist das halt wirklich super klein? Und hier zwischen, da sind wir nicht gefahren, da hätten wir Wasser gesehen, nicht? Da ist man direkt am Wasser unterwegs. Können eigentlich ja nur hier drin sein. Eigentlich können wir nur genau hier sein, irgendwie. Hier gehen die Flüsse und wir sind am südlichen Fluss irgendwo. Und See und sowas hatten wir auch nicht. Wir sind auch nicht in eine große Stadt gekommen. Was ist Sulawesi? Das Ganze ist Sulawesi. Diese Insel. Borneo. Das war Sumatra. Das hier ist Java. Tenggara oder so. Borneo, Sulawesi, Molukken, Timor. Okay, was steht hier noch? Können wir hier hin? Hier können wir gar nicht rein. Schade. Ich glaube, da steht da Kawasan. Perikubaban.
Es hilft halt nicht. Ja, sag du mir, was das ist. Das könnte genauso gut Hähnchen heißen. Es könnte auch ein Ortsname sein. Es könnte auch auf Wiedersehen heißen. Das ist halt dieses Risiko in Indonesien. Eventuell heißt es 20 Kilometer auf Wiedersehen von Pemurahan oder es heißt was ganz anderes oder so. Was mich so ein bisschen stutzig macht, die Berge sind gar nicht so krass steil gefühlt, sondern eher hügelig. Weil wir müssen jetzt auch nicht so krasse Traversen oder Trasinen, wie heißt das Ding, wenn man so sich schlängelt? Das heißt, die gehen eher gemächlich immer runter, die Straßen. Und trotzdem bleiben wir immer relativ weit oben. Und wir haben immer eine Weitsicht in alle Richtungen. Es gibt zu viele Flüsse, hier überall die kleinen Flüsse im Weg. Oh, da ist ein guter Schild. Die Desa. Ja, durch die Palme kann man es nicht lesen. Die Desa. Die Desa irgendwas. Ness Light. Das sieht hier nach Ferienwohnung eher aus. Ja. Tja. Ich fahr mal die asphaltierte Straße eher entlang. Dann setze ich uns nochmal zurück und dann werden wir irgendwo reinraten. Weil sonst suche ich noch 2,5 Stunden. Ich habe auch keine Ahnung, wir werden ganz woanders sein. Das ist das Ärgerliche am Ende. Und wenn du ungefähr dann weißt, wo du warst, dann sieht man es. Dann siehst du es und dann denkst du so, boah, ja gut, hätte ich die Stelle mir angeguckt und in der Zoom-Stufe, dann hätte ich es sofort gefunden. Nicht aufgeben. Doch, wir geben auf. Sulawesi Tengah. Jemat Siluma Era. Tja, nur wo gehen wir jetzt hin? Das ist so mehr die Frage. Ich meine, hier gibt es keine Straßen oder sie sind nicht eingezeichnet. Und wenn wir wirklich auf der Weißen sind, dann können wir eigentlich nur... Die ganzen Namen sind nicht aufgetaucht, nicht? Und wenigstens einer irgendwie mal aufgetaucht wäre, hätte ich gesagt, ah, okay. Und die Straßen führen halt alle auch am Wasser lang. Und wir fahren halt die ganze Zeit durch Berge. Das macht mich halt auch so ein bisschen stutzig. Die einzige Bergstraße, die ich sehe, ist die hier. Und da sind auch Namen, die ich einfach nicht kenne. Camorra, Pontona. Und dann wären wir in eine große Stadt, Palau, gekommen. Am Wasser. Wir kommen ja einfach nicht mal ins Wasser, wenn wir wollen. Finde es.
Wir haben vor 5 Minuten aufgehört. Das heißt, jetzt den entscheidenden Hinweis oder ich drücke. Wir gehen noch einmal zurück, habe ich gesagt. Wo standen wir hier? Ah, okay, so weit vorne. An irgendeiner Abfahrt. Permumahan, da Kavasan. Yalan Tivas. Yalan Kabupaten. Was war denn Kabupaten? Das war auch was ganz Krasses. Kabupaten, das hieß auch irgendwas. Mori Utara. Ganz ehrlich. Ich werde es nicht finden. Wo klicken wir hin? Flughafen hatten wir nicht. Also die andere Insel hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Okay. Da wir vorhin hier waren und wir sind über Flüsse gefahren, geht aber auch keine Straße ab, wo ich sagen könnte, ah, okay, dann gehen wir einfach seitlich rein oder so. Tomado. Wir gehen jetzt einfach nach Tomado. Tomado klingt gut. So. 5. 4. Am See geht eine Straße nach Osten. Ja, aber selbst da... Da ist halt kein Name, da war ich ja vorhin. Da habe ich alles abgesucht. Da passt kein einziger Name. 4. 3. Der hier, ja, ja. 2. 1. Es ist mir egal. Da sind wir rumgefahren. Okay. Bei Loeo. Da war auch gerade ein Loeo. Muri Otara hier. Ja. Das ist halt. Kein einziger Name, den wir gefunden haben, taucht hier irgendwo auf. Das Tomata. Ah, gut. Das hätte ich nicht gefunden. Gebe ich offen zu. Taliban, hier. Da, das ist die Schule. Ja, aber was ist denn das für eine Zoom-Stufe, auf der man das abgrasen muss? Wenn in der Zoom-Stufe nichts passt, guck mal, wie viele Sachen da sind, die du nicht siehst, da ist eine ganze Region noch versteckt. Und die ganzen Straßen, auf die wir gefahren sind, die sehen auch ganz anders aus. Und die Flüsse hinter unserem Startpunkt, der riesige Fluss, ist dieses kleine Ding gewesen. Das hätte ich never ever. Es gibt zu viel Flüsse und alles. Okay, hier wären wir auch am Ende gewesen. Das heißt, hier hätte ich auch gar nicht mehr weiterfahren können gleich. Jemat, ja, ganz klein. Ja, vorbei ist vorbei. Du warst nah dran, das stimmt. Eieieiei. Bitte kein Geotastic mehr. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns aber zur nächsten Aufnahme wieder. Warte, wir gehen noch auf die Total Scores für heute. View Results. 18 Minuten Mazedonien, 28 Minuten Malaysia und 76 Minuten. Wir reden nicht drüber. Bis dann.